Der Nürburgring. Wohl die schönste Rennstrecke der Welt, aber auch die anspruchsvollste Strecke der Welt. Auch die grüne Hölle genannt. Für mich ist es der grüne Himmel, denn nichts ist schöner als eine Nürburgringrunde. Für uns von Metzeler ist der Nürburgring von großer Bedeutung für die Reifenentwicklung. Der Z1, unser Star im Programm, wurde hier sehr viel erprobt. Die Funktionstests wurden hauptsächlich hier durchgeführt. Und die Verbesserungen sind natürlich eingeflossen, die wir hier für nötig befunden haben. Wir wollen uns jetzt dann mal eine Runde ansehen. Ich habe heuer die Rekordrunde aufgestellt mit 7,49,71. Die schnellste Runde, die je von einem Motorrad gefahren wurde. Und diese Runde wollen wir hier mal nachstellen und zeigen, wie die Reifen auf dieser Strecke beansprucht werden. Sie bietet ja alles, Kurven aller Art, Bodenwellen, Kompressionen, Sprünge, und das wollen wir uns jetzt mal live ansehen. So, jetzt begeben wir uns auf die Nordschleife. Diese Runde mit Gepäck, sprich Videoaufzeichnungsgerät, ist nicht ganz so schnell wie die Rekordrunde. So etwa 7,59 war es. Der Rucksack hat stark behindert in der Endgeschwindigkeit. Diese erste Linkskurve verwenden wir gleich für den Haftungstest beim Herausbeschleunigen aus der Kurve. Und dann geht es gleich hinunter in eine lange Rechte. Und hier muss der Reifen natürlich schon haften. Wir beschleunigen Richtung Herzenbach. Jetzt schön langsam bremsen. Mit Gefühl in Schräglage. Und jetzt die Kurvenkombination Herzenbach. Rechts, links, starke Bodenwelle. Rechts, etwas verzögern. Links. Und jetzt geht es Richtung Hocheichen. Eine sehr rutschige Kurve bei Nässe. Jetzt fällt die Straße unter uns weg, vorsichtig am Gas drehen, und jetzt volle Beschleunigung Richtung Quittelbacher Höhe. Hier eine absolute Fahrwerks- und Reifen-Teststrecke. Flugplatz, bergauf, das Vorderrad ist in der Luft, schnell wieder nach unten, um die Rechtskurve noch zu erwischen. Und jetzt geht's volle Brause Richtung Schwedenkreuz. Hier ein anderer Motorradfahrer, vorsichtig dran vorbeifahren, man weiß nicht, was er macht. Und jetzt beschleunigen, kurzer Sprung und Gas weg, Schwedenkreuz. Innen bleiben, wieder kurz beschleunigen und jetzt heftig bremsen, Arnberg. Und dann geht es hinunter in die Fuchsröhre. In der Fuchsröhre ist wichtig, möglichst gerade durchzufahren. Wenig Schräglagenwechsel. Hier hebt das Motorrad kurz ab und jetzt hinunter ins Loch. Hier bekommt das Motorrad eine große Kompression ab. Bei Höchstgeschwindigkeit, 80 auf den Tacho. Linkskurve, man sieht nicht, wo die Straße hingeht. Richtung Adenauer Forst, Kampflinie. Und hier Vorsicht, die Anfänger. Schnelle Schräglagenwechsel. Randstein mit Außennützen, nur wenn es trocken ist. Ganz gerade Richtung Metzgesfeld. Links. Nochmal kurz beschleunigen, dann kräftig bremsen. Metzgesfeld. Und hinunter Richtung Kallenhardt. Etwas länger außen bleiben. Und gegen Ende hereinziehen an den Randstein. Und volle Beschleunigung hinunter, kurze Kompression, Sprung und die dreifachrechte Kallenhardt. Erst am zweiten Knick sind wir ganz innen und beschleunigen hinunter zum Wehrseifen. Und hier wieder Kampflinie. Der Radius wird hier etwas enger dadurch. Und dann Beschleunigung hinunter zum tiefsten Punkt der Strecke. Breitscheid, Linkskurve. Die Mauer ist nicht sehr motorradfreundlich. Exmühle. Vorsichtig am Gas drehen bei starken Motorrädern. Das Motorrad wird hier oben leicht und dreht leicht durch. Jetzt kommt der Niki Lauda Linksknick. Voll wird der genommen. Und dann kräftig bremsen Richtung Bergwerk. Lange außen bleiben, lange außen bleiben. Erst gegen Ende hereinziehen, Straße voll ausnützen. Beschleunigen Richtung Kesselchen.
wohl eine der schwierigsten Passagen hier auf dem Nürburgring. Eine Dreifach-Links-Kombination, die fast Vollgas geht, je nach Motorrad. Ein kurzer Sprung, eine linke und leider muss man den Motorradfahrer rechts überholen. Und hinauf, hier ist eine Fahrwerks- und Reifen-Teststrecke. Fahrstabilität kann man hier sehr gut testen. Diese linke muss Eingang zurückgeschaltet werden. Und jetzt geht's hinauf Richtung Klostertal. Wieder kurzer Sprung und sofort nach rechts, sonst ist es zu spät. Klostertal anbremsen. Etwas länger außen bleiben. Und dann ganz nach links heraustragen lassen und schnurgerade hoch zum Karussell. Und hier werden wir gleich sehen, wie es den Motorradfahrer schüttelt. Die einzelnen Platten geben harte Stöße ins Fahrwerk. Wheelie. Hinauf Richtung hohe 8. Das ist eine Mutkurve gewesen. Außen bleiben, jetzt nach innen. Richtungswechsel, höchster Punkt der Strecke. Rechts, vorsichtig beim Beschleunigen, hier fällt die Straße etwas nach links ab. Und jetzt ein sehr schneller Rechtsbogen. Wippermann, diese Passage, eine kurze kräftige Kompression, Eschbach, weit nach außen tragen lassen und hinunter geht es Richtung Brünnchen. Zweimal am Randstein, fast touchieren und rechts hinein in das Brünnchen. Kurz beschleunigen, wieder verzögern und die Straße ganz ausnutzen. Die Eiskurve. Hier über diese Kuppe wird das Motorrad sehr leicht, da kann man die Reifenhaftung gut testen. Und jetzt ganz gerade Richtung Pflanzgarten. Hier hebt das Motorrad kurz ab. Die Doppelrechts in einem schönen weiten Bogen nehmen. Und jetzt kommt der große Sprunghügel am Pflanzgarten. Das geht sehr schnell, aber auch weit. Der zweite Sprunghügel. Und jetzt Richtung Schwalbenschwanz. Spätnachmittags hat man hier die Sonne genau im Gesicht und etwas Schwierigkeiten mit der Sicht. Schwalbenschwanz, manche sagen auch hier das zweite Karussell. Und jetzt geht es hinauf zum Galgenkopf. Hier nutzen wir den Randstein aus, um uns abzustützen in die Rechtskurve hinein. Und dann lange außen bleiben, ganz außen. Und erst zum Schluss wieder nach rechts rein, um in die Gerade, die Döttinger Höhe hinein beschleunigen zu können. Und jetzt ist es vielleicht ein bisschen langweilig. Es tut sich wenig, außer ein paar Bodenwellen ist nichts los. Der Porsche vor uns fährt ziemlich flott. Antoniusbuche. Bei Trockenheit kein Problem, bei Nässe Vorsicht und jetzt hinunter nochmal eine heftige Kompression im Tiergarten. Links, rechts, Gas weg und heftig bremsen in die Schikane hinein. Letzte Kurve. Zielstrich. Das war eine Runde Nürburgring.